Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen lustigen Runde Watch Dogs. Ich glaube Folge 8. So. Wir müssen Nikkis Haus erreichen. Hat mehr. Was hat die? Entschuldigung, okay. Hat mehrere Schmerzmittelrezepte, okay. Wir brauchen schnell einen Wegpunkt. Da, Ziel. So. Und ein Auto. Aber das ist ja wie immer leicht zu beschaffen. Ich sehe doch schon ein schönes. $1,780. Oh, okay. Die erste gute Nachricht des Tages. So, und ich habe... Ich wollte gerade sagen, dass ich in 30 Sekunden noch kein Auto, dass dieses Auto noch nicht kaputt macht. Was macht er bei Nick? Er tut ihm nichts. Ich bringe ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzulocken. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angriff. Scheiß drauf. Ich muss ihn erledigen. Au. Mann, meine Fahrskills, wie immer, die besten. Ah! Stopp. Tür. Nee, Tor. Dann fahren wir halt rückwärts. Ich muss nur mal kurz einparken. So. Haltet bitte durch, Leute. Ich komme. Haus erreichen. 6 Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung, Altersverschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Nikki, wo bist du? Nikki! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sähe alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Sie sind, ist nur Nikki. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nikki. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nikki sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn's wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. Wo ist James? Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, scheiße. Jemand verfolgt ihn. Oh. Wegpunkt. Wo ist Wegpunkt? Auf
Rainien darf sich Jax nicht holen. Okay, ja, das darf er nicht. Allerdings, so, Bahnhof. Na los, ich kann es schaffen. Ich schnapp mir Jax und dann... Nicky. Verdammt. Er hat Nicky. Motorrad. Ich laufe, als ich mit so einem... Ich laufe lieber, als ich mit so einem Ding da durch die Gegend fahr. Ich glaube, ich sehe doch schon eine andere nette Karosse. So, Hast du vom Stadion gehört? Da gab es eine Schießerei. Ach, immer die mit ihrem Tor. Mann, so. Komm. Schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bringe Jackson so weg von den Typen. Ja, dann mach doch mal. Check jedes Auto, das Kind ist hier irgendwo. Okay, das hat Zeit gemacht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Halte durch. Der Zug, verdammt, scheiße! Okay, schnell zum nächsten Halt! Los, los! Ausschalten, die Erste. Ah, Mist. Das ist nicht gut. Aber die kriegen wir noch los. Okay, das hat Zeit gebracht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Halte durch, Junge. Der Zug, verdammt, scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los, los! Okay, wir müssen nur noch das zweite Fahrzeug irgendwie. Wie, und ich hoffe, es gibt noch mal eine... Diese ewigen Verfolgungsjagden, das ist ja langsam langweilig. Pass auf! Alter Schwede! Knall in ihn rein! Okay, ich will aber meine Waffe gar nicht wegstecken. Armin! Stoß ihn! Scheiße, hast du das gesehen? Okay, schnell ins Boot, wo die aussteigen. Ach komm, setz dich da hin. Setz dich da. Okay, wie wollen die mich rammen auf dem Boot? Aber wir sollen die ja nicht...
nicht töten, Ramin von der Straße! Ja, Ramin von der Straße. Ich sehe hier bloß nicht sehr viel Straße. Er kann sich nicht in Luft auflösen. Ziel ist weg. Ach, man muss sie gar nicht eliminieren. Das ist wahrscheinlich eins von unseren Autos, was ich sagen, so wie es aussieht. So, aber wir müssen erstmal in die Hochbahn einsteigen und das machen wir am besten da. Und es fahren immer noch ein paar Fixer rum, aber die sind anscheinend, jetzt sind sie weg. Sofort. Ich will nicht sterben. Du stirbst auch nicht, nur dein Auto. So, wir müssen in den Zug steigen, okay. So, ja, die hätten wir erstmal los, das ist gut. Aber ich ahne schon das nächste Übel. Weil irgendwie müssen wir ja noch den netten jungen Mann da nach Hause bringen und unsere Schwester. Ah, stopp. So, mit Bremsen haben es die Autos auch nicht, das ist gut zu wissen. Der Sprung war so tödlich. Okay. Ich dachte, man könnte das mit Stil da nach unten sich bewegen, aber... Es gibt Nitro? Ach so, nur bei Online-Rennen. Okay, gut. Das hat Zeit gebracht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Ach nö. Halte durch, Junge. Der Zug fährt ab. Scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los! Fahr in den Rhein, los! Okay, kleines Fiasko, aber auch nur ein ganz kleines hier hinten. Okay, Map. Da einsteigen. So, die hätten wir mal schnell losgekriegt. So. Ah, stopp.
So, dann nehmen wir halt wie zivilisierte Menschen die Treppe. Das erinnert mich an meine Japan-Reise. Bauer, bist du im Dschungel groß geworden? Wo ist Jackson? Ach da. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Na los. Dr. Mendes hier. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bar mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Was ist Mr. Pierce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nicky muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Okay. Los geht's. So, den hätten wir jetzt erstmal los, beziehungsweise in Sicherheit gebracht, je nachdem, was man dazu sagen will, Skillpunkt erhalten. Wir wollten was von wegen herstellen, und zwar Blackouts, ja. Unser nächstes Ziel ist dort. Wobei, ich würde vorher eigentlich mal gerne zum Gunshop. Och nö. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Sie müssen sofort eine Stadt. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Ich wollte zum Waffengeschäft. Da. Okay, die einfachste Route wäre hierbei umzukehren. So. Ich muss nämlich mal schauen, was es so schönes Neues gibt, was wir uns mal noch so holen können, weil ich würde ja uns gern mal ein Snipergewehr organisieren. Dann machen wir sofort weiter mit der Kampagne. Nehme ich an. So.
Einkaufen. Wie geht's? Munition, alles voll, okay. Nichts kaputt machen, ja? Scharfschützengewehre. Das können wir uns leisten, kaufen wir das doch einfach mal. Munition ist voll. So, mehr wollte ich eigentlich noch gar nicht. Haben wir hier hinten noch irgendwas Schönes? Nö, gut. Dann kann es ja weiter mit der Mission gehen. Ich wähle, okay, unsere normale Schallgedämpfte ist ausgewählt. Jetzt müssen wir bloß noch zurück zur Kampagne. So. Mal wieder meine Force-Skills beweisen, wie immer. Und dann noch mal wieder. Oh, oh Gott. Ups. Naja. So. Da sind wir bei der nächsten Mission. Ich gehe in einen Raum. Ach nee, noch gar nicht. Ich muss mich vorbereiten. Einige Herstellungskomponenten kaufen. Nach dem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. So, dann hätten wir ja wahrscheinlich alles. Sehr gute Wahl. Ah, wir können auch hinten raus. Nein! Grayson ist in den Brandon Docks und ich habe da keinen CTOS-Zugang. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hängen. Ach ja, wie schön. Dann mal auf zum Kontrollzentrum. Und das ist eine weite Strecke. Sehr weit. Ja, obwohl es geht. Wir haben schon längere Strecken zurückgelegt. Und mal schauen, ob ich es hinkriege, das Auto mal die ganze Strecke über zu behalten oder es schon wieder zu Schrott zu fahren. Ja. Ich glaube, das werde ich nie hinkriegen. Ach, Strommasten braucht keiner. Zivil ist verletzt. Naja, mein Ruf ist eh nicht der beste. Der wird nie besser. Wir könnten unseren Ruf verbessern, aber da habe ich leider keine Lust zu. Alles kaputt machen, was uns in den Weg kommt. Teufel auch! Nö, ich nehme lieber so ein Auto, was am Straßenrand steht. Da holt wenigstens keiner die Polizei, glaube ich. Und dann hier links. So. Und das Auto ist auch nicht mehr ganz unbeschadet. Das hatten wir gesehen, das war es vorher auch nicht. Aber jetzt noch weniger. So. Und jetzt müssen wir das Kontrollzentrum hacken und dann finden wir Niki, nehme ich an. Oder so.
Oder diese ominöse Festplatte. Wo ich nicht weiß, was das jetzt mit einer Festplatte zu tun haben sollte. Und warum die Damien will. Aber das wird er uns, wie ich ihn kenne, bestimmt nicht sagen. Aber naja, so, das sind wir. Hey, ich seh dich, Mann. Er hat eine Waffe. Nein. Aufpassen. Was glaubst du, wie er in Position? Alles klar. Hab ihn visiert. Er ist in Sicht. Nein. Du bist nicht fett. Schnapp dir zwei Stühle und setz dich. Lass ihn nicht auf den Weg. Bitte. Doch, kann ich. So. Ich will nach Hause. Rücke vor! Hey! Ich bin besser. Gesehen. Oh nein. Ich verfolge ihn. Bringen wir es hinter uns. Hey, hör zu! Komm raus! Wir machen Dinge! Brauche Verstärkung! Aua. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So, Kontrolle, ja, ist da. Der Name ist auch blöd. Wer war das? Ich weiß, dass die Brücke sowieso. Moment, was? Was war das? Okay. Nee. Ich wollte am liebsten mal die Schrotflinte haben. Wir werden beobachtet. Er ist hier. Wer ist hier? Mal ehrlich, dein Gesicht sollte auf ein Poster für Empfängnisverhütung. Das schmeckt mir nicht. Durchsucht das Gebiet. Geh in Stellung. Anvisiert. So, Plattform. Da habe ich ihn gesehen. Ich bin ein Profi. Du entkommst mir nicht, du Teilzeitamateur. Hab das Ziel im Visier. Au. Das war nicht der Plan. Aber vielleicht sollten wir uns nächstes Mal ans andere Fenster stellen. Ne, komm, lad schnell noch.